Herzlich begrüße ich Sie zu unserer neuen Videobotschaft, diesmal in Verbindung mit einem Musikimpuls. Mal ehrlich, wir haben es doch alle satt. Homeschooling, Abstandsregeln, Masken tragen, keine Umarmung, kein fester Händedruck, kein Sportverein. Auch wenn jetzt langsam Lockerungen in Sicht sind, wir müssen auf so vieles und Wichtiges verzichten. Vieles und vieles Wichtige wird uns genommen. Wir müssen auf vieles verzichten, um uns und andere zu schützen. Aber eines sollte uns keiner nehmen und sie sollten wir auch nie hergeben, die Hoffnung. Oft sagt man so leicht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch gerade jetzt scheint dieser Satz umso kraftvoller, wichtiger und wahrer zu sein. Lassen wir uns von der Hoffnung tragen, dass alles wieder gut wird. Wir sollten uns nicht gefangen nehmen lassen von Corona, sondern Spuren der Hoffnung erkennen. Zum Beispiel in der neu auflebenden Natur, in den Sonnenstrahlen, die uns wieder hinausziehen nach draußen. Oder in der Fastenzeit, die uns auf Ostern vorbereitet. Das Fest, das so deutlich zeigt, dass wir trotz allem Leid der Welt voller Hoffnung sein dürfen. Und auch wir selbst können Hoffnung, Mut verbreiten. Durch kleine Dinge und Aufmerksamkeiten. Ein Lächeln, ein liebevolles Wort, ein Anruf, ein Brief und vieles andere. Auch wir möchten heute ein bisschen Hoffnung verbreiten, und zwar mit einem Lied vom Pater Norbert Becker, damit ihr Hoffnung habt. Damit ihr Hoffnung habt und nach der Zukunft fragt, damit das Leid der Welt uns nicht gefangen hält, bleibt Gott uns zugewandt und reicht uns seine Hand, damit die Hoffnung bleibt und die Liebe durch und durch die Hoffnung erben. Auf dem Weg im Hier und Jetzt Leben schützen, Unrecht wehren, aller Menschen Grundgesetz. Damit ihr Hoffnung habt und nach der Zukunft fragt, damit das Leid der nicht gefangen hält, bleibt Gott uns zugewandt und reicht uns seine Hand, damit die Hoffnung bleibt und die Liebe. Mehr und mehr die Hoffnung leben auf dem Weg in Zeit und Raum. Fremdes achten, Schuld vergeben, jeder Mensch ein Lebenstraum. Damit ihr Hoffnung habt und nach der Zukunft fragt, damit das Leid der Welt uns nicht gefangen hält, bleibt Gott uns zugewandt und reicht uns seine Hand, damit die Hoffnung bleibt und die Liebe. Tag für Tag der Hoffnung trauen auf dem Weg in neues Land. In diesem Sinne, eine gute Woche voller Hoffnung.